Meine Damen und Herren, die nächste Wortmeldung ist Herr Kollege Wagner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Regierungserklärung des Kultusministers ist jedes Jahr Gelegenheit, sich anzuschauen, was haben wir uns für diese Legislaturperiode vorgenommen und wie weit sind wir bei der Erreichung dieser Ziele. Wir haben mit Beginn dieser Legislaturperioden die Weichen in der Bildungspolitik neu gestellt. Bildungs- und Chancengerechtigkeit für alle Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft und vom Geldbeutel der Eltern, steht im Mittelpunkt der hessischen Schulpolitik. Es darf eben nicht darauf ankommen, wo ein Kind herkommt, sondern es muss darum gehen, wo ein Kind hin will, welche Träume es hat, welche Fähigkeiten es hat. Das müssen wir mit unserem Schulsystem fördern. Und deshalb haben wir vier klare Schwerpunkte in dieser Legislaturperiode gesetzt, um dieses Ziel, bestmögliche Bildungs- und Chancengerechtigkeit für alle Schülerinnen und Schüler, zu erreichen. Erstens. Wir wollen mehr Zeit zum Lernen und zur individuellen Förderung. Zweitens. Wir wollen die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Drittens. Wir wollen den Kindern, die vor Krieg, vor Gewalt, vor Terror fliehen mussten, einen guten Start in unser Bildungssystem ermöglichen. Und viertens, meine Damen und Herren, wir wollen, dass Kinder mit und ohne Behinderungen gemeinsam zur Schule gehen. Das sind die vier großen Schwerpunkte dieser Legislaturperiode. Und genau zur Erreichung dieser Ziele haben wir die Weichen neu gestellt. Wir haben auf dem Weg dorthin Tempo aufgenommen. Natürlich haben wir noch nicht alles erreicht, aber die Bilanz der fast vier Jahre, die wir jetzt auf diesem Weg schon gegangen sind, die kann sich wirklich sehen lassen. Und deshalb möchte ich auf die einzelnen vier Punkte noch einmal eingehen und beschreiben, wo sind wir und wo wollen wir jetzt auch noch weiter Tempo aufnehmen und auch die Ansätze verstärken. Kommen wir zum ersten Schwerpunkt. Wir wollen mehr Zeit zum Lernen und zur individuellen Förderung. Und das entscheidende Instrument dafür sind natürlich Ganztagsschulen. Und deshalb haben wir in dieser Legislaturperiode den größten Ausbau des Ganztagsschulprogramms auf den Weg gebracht, den es je gegeben hat. Je gegeben hat in Hessen. Es stehen mehr als doppelt so viele Stellen jedes Jahr zusätzlich zur Verfügung als in früheren Legislaturperioden. Und, Herr Kollege Degen, ich wundere mich ein bisschen, dass Sie das kritisieren, weil wir haben genau diesen Ausbau des Ganztagsschulprogramms gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der SPD beschlossen. Hier haben wir einen gemeinsamen Antrag vorangebracht, der genau dieses Tempo festgelegt hat. Warum Sie das auf einmal jetzt wieder falsch finden, obwohl Sie es selbst beschlossen haben, das entschließt sich mir nun wirklich nicht, meine Damen und Herren. Wir haben endlich ernst gemacht mit dem Schwerpunkt der Ganztagsschulentwicklung auf den Grundschulen. Das haben alle Expertinnen und Experten immer gefordert. Auf den Anfang kommt es an. Gerade in den ersten vier Schuljahren brauchen wir mehr Zeit zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler. Und deshalb haben wir genau hier mit dem Pakt für den Nachmittag und anderen Maßnahmen den Schwerpunkt gesetzt. Und jetzt sagt Herr Kollege Degen, es braucht mehr rhythmisierte Ganztagsschulen. Herr Kollege Degen, würden Sie zur Kenntnis nehmen, dass zur neuen Weichenstellung der Bildungspolitik in diesem Land gehört, dass jeder Antrag eines Schulträgers auf Einrichtung einer rhythmisierten Ganztagsschule genehmigt wurde? Jeder Antrag wurde genehmigt. Die ideologische Debatte, was ist das richtige Ganztagsschulprogramm, der richtige Ansatz des Ganztagsschulprogramms, die führt nur noch die SPD im Hessischen Landtag. Das spielt in der Realität der Schulen keine Rolle mehr, meine Damen und Herren. Keine Rolle mehr. Und dann habe ich ja ein bisschen amüsiert in den Bundestagswahlprogrammen der SPD, aber auch der Kolleginnen und Kollegen anderer Parteien gelesen, es käme jetzt darauf an, dass nach der Bundestagswahl
wir uns um die Kinderbetreuung im Grundschulbereich mehr kümmern. Das steht jetzt, glaube ich, in den Wahlprogrammen von allen Parteien, auch der SPD. In Hessen gibt es seit 4 Jahren einen Ansatz, der das umsetzt. Der nennt sich Pakt für den Nachmittag. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, dass Sie jetzt auch zumindest auf Bundesebene dabei sind. Zweiter Schwerpunkt. Wir wollen die besten Schulen an den Orten mit den größten Herausforderungen. Was bedeutet das ganz konkret, meine Damen und Herren? Das bedeutet, dass die Schulen, die sich stärker um Förderung kümmern müssen, auf die Schülerinnen und Schüler gehen, die vielleicht von zu Hause nicht die Unterstützung haben, wie wir uns alle das wünschen, dass diese Schulen besser ausgestattet sind. Genau das ist der Ansatz des Sozialindexes. Deshalb werden 540 Lehrerstellen in Hessen nur nach diesem Kriterium vergeben. 240 mehr übrigens in dieser Legislaturperiode als noch in der letzten Legislaturperiode, damit wir diese Schulen besser mit Lehrerstellen ausstatten können, damit sie sich besser um ihre Schülerinnen und Schüler kümmern können. Und wir belassen es nicht bei diesem Ansatz. Wir ruhen uns nicht aus auf dem, was wir schon erreicht haben, sondern wir werden mit dem Doppelhaushalt 2018-19 eine weitere zielgerichtete Unterstützung genau für diese Schulen auf den Weg bringen. Und das sind 700 Sozialpädagoginnen und Pädagogen genau für die Schulen, damit wir eine passgenaue Förderung haben, damit sie sich noch besser um ihre Schülerinnen und Schüler kümmern können, damit der Bildungs- und der Erziehungsauftrag von Schule Hand in Hand gehen kann. Welches andere Bundesland hat so etwas denn vorangebracht, meine Damen und Herren? Wir kümmern uns um die besten Schulen für die Orte mit den größten Herausforderungen. Und jetzt sagt die SPD, getreu dem alten Motto, wenn du zum Spiel nichts beitragen kannst, dann tritt wenigstens den Rasen kaputt. Wir hätten ein anderes Umsetzungsmodell machen müssen. Jetzt sagen Sie, wir hätten nicht 700 Sozialpädagogen an die Schulen bringen müssen, sondern wir hätten die Drittelfinanzierung machen müssen. Und was hätte die Sozialdemokratie in diesem Hause gesagt, wenn wir die Drittelfinanzierung gemacht hätten? Das ist ja nur ein Programm für die reichen Kommunen. Das können sich die armen Kommunen nicht leisten. Und genau das wollten wir nicht, meine Damen und Herren, sondern wir wollten, dass 700 Stellen ankommen. Nicht irgendwann, nicht im SPD-Nirwana, sondern zum nächsten Schulhalbjahr an den Grundschulen, meine Damen und Herren. Das wird der Beginn eines echten Paradigmenwechsels. Wenn wir neben Lehrkräften, neben den Förderschullehrkräften im inklusiven Unterricht, jetzt auch noch Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen an den Schulen haben, dann kann an unseren Schulen in multiprofessionellen Teams gearbeitet werden. Dann lastet nicht die gesamte Verantwortung auf Lehrerinnen und Lehrer, sondern sie werden durch andere Professionen in ihrer engagierten und in ihrer wichtigen Arbeit unterstützt. Das ist genau der richtige Ansatz. Wir wollen die Kinder, das war der dritte Schwerpunkt, wir wollen die Kinder, die vor Krieg, Gewalt, vor Terror geflohen sind, denen wollen wir einen guten Start in unser Bildungssystem ermöglichen. Deshalb haben wir innerhalb kürzester Zeit über 1.000 Sprachintensivklassen an den Schulen geschaffen. Und hier ein ganz herzliches Dank für die Lehrerinnen und Lehrer, die hier mit großem Engagement, teilweise auch unter widrigen Bedingungen, weil es schnell gehen musste, das aus dem Boden gestampft haben, die in diesen Klassen am Anfang mit Händen und Füßen erst einmal eine Verständigung herstellen müssen und die es geschafft haben, dass diese Schülerinnen und Schüler die deutsche Sprache lernen können und in unser Bildungssystem integriert werden. Das ist eine riesige Leistung, die hier vollbracht wurde. Ganz herzlichen Dank für diejenigen, die diese Aufgabe tagtäglich vollbringen. Wir lassen die Schulen eben auch mit dieser Aufgabe nicht allein, sondern wir haben in den Bereich der Deutschförderung und der Integration über 1.600 zusätzliche Stellen gebracht, damit wir uns auch um diese Kinder bestmöglich kümmern können, damit sie in den Intensivklassen Deutsch lernen können. Erstmals haben wir eine systematische Sprachförderung auch für die beruflichen Schulen auf den Weg gebracht mit InteA.
Und wir belassen es auch dabei nicht, sondern wir sagen, wenn die Sprachintensivklasse erfolgreich durchlaufen ist, dann geht es um die Integration in die Regelklasse. Deshalb hat die Landesregierung den schulischen Integrationsplan auf den Weg gebracht, der auch genau dabei die Schulen unterstützt, weil wir auch hier sagen wollen, es kommt nicht darauf an, wo das Kind herkommt, sondern wo es hin will. Und dabei wollen wir es bestmöglich unterstützen. Vierter Punkt. Wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam die Schule besuchen können. Das wird nicht von heute auf morgen gelingen. Es ist ein schwieriges Spannungsverhältnis, vor dem wir hier stehen. Weil ich verstehe jede Mutter, ich verstehe jeden Vater eines behinderten Kindes, die sagen, wir wollen für unser Kind die inklusive Beschulung. Und wann ist das endlich möglich? Macht das doch endlich einmal schneller in der Politik. Gleichzeitig müssen wir sehen, dass wir ein Schulsystem haben, das über Jahrzehnte eben nicht inklusiv gearbeitet hat und wo wir den Veränderungsprozess so gestalten müssen, dass wir niemanden überfordern, sondern dass die allgemeine Schule dann auch tatsächlich dem Kind mit Behinderung gerecht werden kann. Das ist ein schwieriges Spannungsverhältnis. Und deshalb ist der Weg, den wir gehen bei der Inklusion, genau richtig. Wir haben ein klares Ziel. Jedes Kind, dessen Eltern wollen, dass es inklusiv beschult wird, soll in Hessen auch inklusiv beschult werden können. Aber wir brauchen auch das Augenmaß, das so umzusetzen, dass wir unsere Schulen dabei nicht überfordern. Und genau diesen Weg gehen wir jetzt mit den inklusiven Schulbündnissen. Wir verbessern die Umsetzung von Inklusion an einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich die Frage, ob die Förderschullehrer im inklusiven Unterricht tatsächlich an der Schule sind oder ob sie nur wie bislang mal ein paar Stunden vorbeischauen können. Und wir sagen, sie sollen in der Regel an der Schule sein, wo sie im inklusiven Unterricht sind. Wir bündeln also die Ressourcen. Wir machen nicht überall etwas mit der Gießkanne, sondern wir machen es an einigen Orten besonders gut. Und das ist Inklusion mit Augenmaß und mit klarem Ziel, meine Damen und Herren. Und mit diesem Kurs haben wir im Laufe dieser Legislaturperiode über 700 Stellen zusätzlich in die inklusive Beschulung gebracht. 700 Lehrerinnen und Lehrer mehr in der inklusiven Beschulung. Das kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben erstmals die Situation in Hessen, dass in diesem Schuljahr mehr Lehrerinnen und Lehrer im inklusiven Unterricht arbeiten als an Förderschulen. Nicht, weil es irgendwelche ideologischen Vorgaben der Politik gibt. Wir stehen zur Wahlfreiheit der Eltern, was der richtige Förderort ist für ihr Kind, die Förderschule oder der inklusive Unterricht, sondern weil es die Eltern so entschieden haben. Und auch das gehört zu Augenmaß und klarem Ziel in der Inklusion, nicht irgendwelche Stichtage zur Abschaffung von irgendwelchen Schulformen, sondern versuchen, jeden Tag dem Elternwillen immer besser auch in diesem Bereich gerecht werden zu können. Wenn wir in diesem Hessischen Landtag über Lehrerversorgung sprechen, meine Damen und Herren, dann gehört zur Wahrheit dazu, wir tun dies auf einem Niveau, was es in keinem anderen Bundesland gibt. Was es in keinem anderen Bundesland gibt. Das heißt nicht, dass wir keine Probleme haben. Das heißt nicht, dass es nicht auch Schulen geben kann, die auch mal einen Engpass bei der Lehrerversorgung haben. Aber in keinem anderen Bundesland gibt es im Landesdurchschnitt eine Lehrerversorgung von 105%. Und bei allen Schwierigkeiten und bei allen Verbesserungsmöglichkeiten sollten wir das nie aus dem Blick lassen. Schauen wir in andere Bundesländer. Es gibt mehrere Landesregierungen, die haben sich zum Ziel gesetzt, die 100% Lehrerversorgung überhaupt zu realisieren. Wir sind bei 105, und bei allen Problemen, die wir auch haben, dürfen auch da die Dimensionen nicht aus dem Blick geraten. Jetzt wird angesprochen, dass wir bundesweit eine Knappheit an Lehrkräften haben. Ja, meine Damen und Herren, das ist richtig. Ich habe aber von keiner Oppositionsfraktion in diesem Haus gehört, was wir zur Bekämpfung dieser bundesweiten Lehrerknappheit eigentlich anders machen sollen, als es diese Landesregierung tut.
Wo ist denn der andere Vorschlag? Was würden Sie denn anders machen, als kurzfristig dafür zu sorgen, dass wir pensionierte Lehrer bitten, noch einmal in den Schuldienst zurückzukehren bzw. Lehrer an der Altersgrenze bitten, nicht in Pension zu gehen? Was hätten Sie denn kurzfristig für eine andere Maßnahme? Was hätten Sie denn mittelfristig für eine andere Maßnahme, als Lehrer aus anderen Lehrämtern für das Grundschullehramt zu qualifizieren? Und was würden Sie denn langfristig anders machen, als die Ausbildungskapazitäten an den Hochschulen zu erhöhen? Ja, wir haben eine große Aufgabe, aber der Wettbewerb in der Politik geht um die besseren Ideen. Und ich habe auch in diesem Bereich keine bessere Idee gehört, was wir tun könnten. Und weil in diesem Bereich die Kolleginnen und Kollegen der FDP sich ja immer besonders hervortun, ich erspare Ihnen den Hinweis nicht, die Lehrkräfte, die uns heute fehlen, hätten vor 5 bis 7 Jahren ausgebildet werden müssen. Vor 5 bis 7 Jahren ausgebildet werden müssen, weil exakt so lang dauert die Ausbildung von Lehrkräften. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, schauen Sie einmal nach, wer da für die Bildungspolitik in unserem Land die Verantwortung getragen hat. Wir haben uns um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte gekümmert. Auch da, natürlich kann man immer alles besser machen. Natürlich sind wir da nicht am Ende dessen, was man sich vorstellen kann. Und natürlich sind wir offen für weitere Vorschläge. Aber wir haben die Lehrerarbeitszeit gesenkt im Zuge der Arbeitszeitreduzierung für alle Beamtinnen und Beamten. Wir haben jetzt das Grundschulpaket auf den Weg gebracht, mit dem wir nicht nur die Sozialpädagogen für die Grundschulen auf den Weg bringen, sondern mit denen wir Konrektorenstellen neu schaffen oder besser bezahlen. Wir haben das Jobticket für alle Landesbediensteten auf den Weg gebracht. Wenn wir um die Attraktivität des Lehrerberufs in Hessen reden, dann gehört all das zu einem Gesamtpaket dazu. Und auch hier haben wir wesentliche Verbesserungen bereits erreicht. Wir haben die ideologischen Blockaden und Zwangsbeglückungen, die das Schulsystem noch in der letzten Legislaturperiode ausgezeichnet haben, überwunden. Den ideologischen Streit um das richtige Ganztagsschulprogramm, ich habe es vorhin gesagt, gibt es nur noch in den Reden der SPD. In der schulischen Realität gibt es das nicht mehr. Erinnern wir uns vor 5 Jahren der Dauerstreit um G8 und G9. Wo früher einmal vorgeschrieben werden sollten, was das richtige Konzept bei der gymnasialen Schulzeit ist. Diesen Dauerstreit gibt es nicht mehr. Auch dieses schulische Dauerthema, Dauerstreitthema ist entschärft. Integrierte Gesamtschulen können heute arbeiten wie Gemeinschaftsschulen, wie Stadtteilschulen, wie Sekundarschulen in anderen Bundesländern, weil wir auch hier sagen, über das richtige pädagogische Konzept wird nicht ideologisch in Wiesbaden entschieden, sondern wird danach entschieden, welches Konzept vor Ort für die Schülerinnen und Schüler richtig ist. Das ist der richtige Kurs in der Bildungspolitik und nicht Ideologie oder Zwangsbeglückung. Und natürlich gibt es in der Bildungspolitik immer mehr Forderungen, immer mehr Erwartungen, immer mehr Probleme, immer mehr Herausforderungen, als gleichzeitig lösbar sind. Ich glaube, in der Bildungspolitik wird nie der Zustand erreicht sein, wo irgendeine Fraktion dieses Hauses sagt, egal ob Regierung und Opposition, so kann es jetzt für immer bleiben. Es wird eine Daueraufgabe sein, unsere Schulen immer wieder neu an geänderte Realitäten, an eine vielfältiger werdende Schülerschaft anzupassen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, und Herr Kollege Degen hat das ja heute wieder par excellence vorgeführt, was Sie alles versprochen haben, eine Opposition, die allen alles verspricht, verspricht in Wahrheit niemandem etwas. Weil jeder weiß, alles auf einmal und sofort, das geht nicht im richtigen Leben und das geht nicht in der Politik. Und deshalb ist Ihr Ansatz, allen alles zu versprechen,
in Wahrheit die programmierte Ansage von Enttäuschungen. Und deshalb machen wir diesen Weg nicht mit. Politik hat etwas mit Prioritätensetzung zu tun. Darüber sollten wir streiten. Was machen wir zuerst? Was machen wir als Zweites? Was machen wir als Drittes? Aber wer sich diesem Streit um die richtigen Prioritäten in der Politik glaubt, entziehen zu können, indem er allen alles verspricht, der macht den Menschen etwas vor, meine Damen und Herren. Wir haben die Weichen in der Bildungspolitik neu gestellt. Bildungs- und Chancengerechtigkeit stehen im Mittelpunkt der hessischen Schulpolitik, weil wir wollen, dass es nicht darauf ankommt, wo ein Kind herkommt, sondern welche Ziele, welche Träume es hat und wo dieses Kind hin will. Daran arbeiten wir jeden Tag, müssen immer noch besser dabei werden. Aber wir haben auch schon eine ganze Menge erreicht, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Wagner. Das Wort hat die Frau Abg. Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Scheint zu gehen. So, Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kultusminister, ich möchte zuerst einmal begrüßen, dass endlich nach vielen Brandbriefen, Initiativen, Aktionen, Oppositionsanträgen ein Schritt in die richtige Richtung getan wird. Nach einer langen Zeit des völligen Stillstands ist es ja immerhin bemerkenswert. Sie planen jetzt innerhalb eines Jahres 700 sozialpädagogische Fachkräfte an den hessischen Grundschulen einzustellen und 24 Schulberater und Schulpsychologen. Sie haben die Ausbildungskapazität für das Lehramt an hessischen Universitäten um 50% erhöht und bemühen sich um Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Lehrkräfte und die Schulleitungen. Sie benennen als Ziel, die Lehrerversorgung tatsächlich auf 105% zu erhalten zu wollen, und wollen besonders Grund- und Förderschullehrkräfte einstellen. Und in Ihrem Bericht gibt es noch viel mehr solches Zahlendropping. Ja, das sind gute Vorhaben, aber, meine Damen und Herren, Herr Lotz, Sie stellen diese Zahlen heute als großen Fortschritt vor. Isoliert hören sich diese Zahlen auch beeindruckend an. Aber wie sind sie im Gesamtzusammenhang zu bewerten? Im Kontext mit den Anforderungen, die in der Gesellschaft anstehen und damit derzeit an ein Bildungs- und Schulsystem gestellt werden müssen. Also, ich kann ja mal sagen, die GEW sieht nicht, dass nur 100 Grundschullehrer fehlen. Da fehlen wesentlich mehr. Und hier liegt auch der Grund, warum nicht nur DIE LINKE nicht in Jubelrufe ausbricht, sondern dass auch die Gewerkschaften, die Eltern- und Schülervertretungen und Verbände nicht lauthals Hurra schreien. Sie kommen mit Ihren Vorhaben nämlich ziemlich verspätet. Sie agieren nicht, sondern sie reagieren. Sie reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen, und zwar nicht im Vorlauf, sondern im Nachgang und nur so weit, wie es zwingend und unvermeidbar ist. In Ihrer Regierungserklärung erwähnen Sie die Digitalisierung als Anforderung an die Bildung. Aber Sie erwähnen nicht, mit welchen Vorstellungen Sie an dieses Thema herangehen möchten. Weder wird klar, welche Maßnahmen Sie als nötig erachten, um auf diese gravierenden Veränderungen in der Produktion vorzubereiten, noch wie Sie sich für die zu erwartenden sozialen Verwerfungen wappnen wollen, die in großem Maßstab mit dieser Entwicklung nämlich einhergehen werden. Aber darauf muss nicht nur die Sozialpolitik vorausschauend ausgerichtet werden, sondern auch die Bildungspolitik. Dabei geht es nicht nur darum, dass sich das Familienleben wandelt, weil jetzt beide Eltern arbeiten gehen, wie das in Ihrer Erklärung steht, oder sich eine Pluralisierung der Lebensstile vollzieht. Dabei geht es um das Recht auf Arbeit und Bildung und um die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum.
Ich frage Sie, Herr Lorz, wie sieht es mit einer Konzeption aus, wie die Schulen mit digitalen Medien arbeiten und Medienkompetenz bilden sollen? Und mit welchen Schwerpunkten sollen die Lehrerinnen und Lehrer dafür ausgebildet werden? Oder sollen sie wieder unter dem Deckmäntelchen der Vielfalt in jeder Schule ein eigenes Konzeptchen anwenden? Sie verraten es in Ihrer Regierungserklärung nicht. Konzepte fehlen auch in anderen Bereichen Ihrer Bildungspolitik. Ich zähle mal ein paar auf. Sie wollen weiterbilden und die Qualität von Schulleitungen und Kollegien erhöhen. Mit welchem Ziel? Mit welchen Prioritäten? Sie richten Ihre Anstrengungen auf die Grundschulen. Das ist natürlich wichtig und richtig. Aber welche Konzepte haben Sie für die weiterführenden Schulen? Welche Konzepte haben Sie für die berufliche Bildung? Wie wollen Sie die Ausbildung gestalten? Sie wollen mehr Grundschullehrkräfte einstellen. Aber Sie wissen, dass gute Studienanwärter und Anwärterinnen im Berufsbild eines gestressten Grundschullehrers mit A12 nicht unbedingt Ihren Traumberuf sehen. Doch immer noch fehlt es an einer Vorstellung, wie dies verändert werden kann. Und dann, weil hier die 105-prozentige Besetzung hier so eine große Rolle gespielt hat, die muss doch allzu oft als Steinbruch herhalten für andere Aufgaben, z.B. für die Schulsozialarbeit, um nur eine wichtige Sache zu nennen, die daraus finanziert wird. Das ist ja eigentlich ein Fähnchen, das sie vor sich hertragen, das manchmal gar nicht unerfüttert ist. So ist es. Sie sprechen von der besonderen Bedeutung der Sprache für eine erfolgreiche Schullaufbahn. Aber ist es wirklich damit getan, den Schwerpunkt auf Rechtschreibekompetenz und den Grundwortschatz auszurichten? Selbstverständlich ist es gut, wenn immer mehr Lehrkräfte eine Qualifizierung in Deutsch als Fremd- oder Zweitsprache erwerben. Aber gibt es auch Konzepte, wie Jugendliche mit Migrationshintergrund dann eine Berufsausbildung erreichen können? Und das ist nämlich eine wichtige Frage, denn 2016 wurden nur 29% derer, die sich auf einen dualen Ausbildungsplatz beworben hatten, auch in eine Ausbildung genommen, gegenüber 47% von Bewerberinnen, die keinen Migrationshintergrund haben. In den Jahren 2010 und 2012 lag diese Quote noch bei 35%. Und wenn, wie Sie sagen, die Hälfte der 0- bis 6-jährigen Kinder einen Migrationshintergrund hat, dann ist es jetzt höchste Zeit, für die Frage der beruflichen Bildung und Ausbildung nachzudenken. Also, dass der Zusammenhang fehlt, sieht man an so Sachen. Sie wollen 700 Sozialpädagogen einstellen. Wie viele Grundschulen gibt es? 11.000 oder so, also da sieht man ja ein bisschen die Relation. Das finden auch wir aber dringend notwendig mit den Sozialpädagogen. Aber wozu Sie noch nichts gesagt haben, ist die Konzeption, die diese Arbeit zugrunde legen soll. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es unbedingt notwendig sein wird, sozialpädagogische Fachkräfte gezielt auf ihre Aufgaben an den Schulen vorzubereiten. Denn die betreten zumindest hier in Hessen ja größtenteils Neuland. Welche Schwerpunkte setzt das Kultusministerium? Oder sollen die 700 freihändig arbeiten? Sie sagen, Sie sehen beim Ausbau des Ganztagsbereichs einen, jetzt zitiere ich, Schlüssel für eine qualitätsorientierte Entwicklung des Schulsystems. Aber Ihr Konzept ist lediglich ein Konzept der Betreuung der Schülerinnen und Schüler. Sie nutzen nicht die pädagogischen Möglichkeiten einer echten und rhythmisierten Ganztagsschule. Und ich unterstelle Ihnen hier, dass auch Sie wissen, was Sie damit an Bildungsmöglichkeiten und an Chancengerechtigkeit verschenken. Auch hier gehen Sie nur so weit, wie es unvermeidbar ist und die Kosten so niedrig als möglich hält. Mit einer qualitätsorientierten Entwicklung des Schulsystems hat das wenig zu tun. Sie wollen weiter den Weg der Inklusion gehen. Dabei sprechen Sie von Augenmaß und nicht von Konzepten und verbindlicher, flächendeckender Umsetzung inklusiver Bildung in Hessen. Dieses Augenmaß kommt ein paar Mal vor in Ihrer Regierungserklärung. Und ich kann mir jetzt hier nicht verkneifen, zu bemerken, Augenmaß ist keine politische Kategorie. Augenmaß liegt im Ermessen des Betrachters. Augenmaß im Zusammenhang mit Inklusion heißt, wir setzen nicht die Anforderungen der UN-Behindertenkonvention um, sondern nur das, was unserer Sichtweise entspricht. Augenmaß ist berechnende Konzeptionslosigkeit, Inklusion als Sparprogramm.
Und dann sage ich noch ein paar Sachen dazu, die in der Debatte vorkamen. Integration sollte ja weniger sein als Inklusion. Aber der gemeinsame Unterricht war besser ausgestattet, zuletzt immerhin noch mit 18 Stunden Doppelbesetzung. Heute muss man froh sein, wenn vier Stunden erreicht werden. Aber Inklusion heißt auch nicht, dass die Kinder nur dabei sitzen in einer anderen Klasse. Inklusion setzt vielfältige Förderung voraus. Und wenn man das nicht macht, ist es keine Inklusion. Meine Damen und Herren, diese breite Konzeptionslosigkeit ist tatsächlich unverständlich, denn es gibt ja einen fundierten Ausblick in die Zukunft auf die gesellschaftlichen Herausforderungen, und es gibt auch einen Fundus für mögliche Perspektiven. Mehrere Jahre hat sich die Enquetekommission Bildung intensiv mit den Themen beschäftigt, die in dieser Regierungserklärung benannt werden. Experten und Sachverständige haben sich mit vielen Aspekten der hessischen Bildungspolitik auseinandergesetzt. Sie haben ihr Wissen vorgetragen und haben über die Zukunftsanforderungen berichtet oder was sie dafür wichtig halten. Die Zusammenfassung dieser Arbeit steht kurz bevor. Für den Abschlussbericht wurde in vielen Fragen sogar fraktionsübergreifend weitgehende Übereinstimmung erzielt. Aber in der Regierungserklärung wird sich auf diese inhaltliche Arbeit nicht bezogen. Ich würde nun wirklich gern mal ein bis zwei Sätze dazu hören, was mit den Ergebnissen der Enquetekommission passieren soll. Mit Verlaub, das ist nicht nur eine Missachtung der Arbeit der Enquetekommission. Das ist mehr. Den Zukunftsaufgaben, die sich in der Bildungspolitik stellen, wird einfach keine Beachtung geschenkt. So verwundert es eigentlich auch gar nicht, dass breite Konzeptionslosigkeit vorherrscht. Und so erklärt sich leider auch, warum es geschehen konnte, dass das Hessische Schulgesetz vor dem Abschlussbericht der Enquetekommission verabschiedet wurde. Es gab da ja eigentlich keinen Grund zur Eile bei der Novellierung des Schulgesetzes. Deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass das Interesse an den Ergebnissen der Enquetekommission mehr als gering im Kultusministerium ist. So, meine Damen und Herren, ich versuche, das ein bisschen zusammenzufassen. DIE LINKE begrüßt, dass es nach langem Stillstand personelle Verbesserungen für die Schulen gibt. Wenn die Lehrerinnen und Lehrer durch Sozialpädagogen entlastet werden und wenn wenigstens in einigen Schulen multiprofessionell gearbeitet werden kann, geht das in die richtige Richtung. Ja, in Zeiten voller Kassen scheint ja auch einiges möglich, und vor allem in Zeiten von Bundestags- und bevorstehenden Landtagswahlen. Wichtig ist aber in diesem Punkt auch, und das möchte ich ganz besonders betonen, wie Sie sich die längerfristige Finanzierung Ihrer Maßnahmen vorstellen. Auch hier haben Sie ja nichts dazu gesagt. Aber was Sie nun an Schritten beschlossen haben, muss auch mit Beständigkeit und Kontinuität unterfüttert werden. Und es geht nicht, dass bei einer schlechteren Haushaltslage wieder diese Maßnahmen dem Rotstift zum Opfer fallen. Hier erwarten wir schon die Zusicherung, dass diese Verbesserungen dauerhaft im Haushalt festgeschrieben bleiben. Meine Damen und Herren, die Maßnahmen, die vom Herrn Kultusminister vorgestellt wurden, gehen in die richtige Richtung. Den Anforderungen, die sich künftig in unserer Gesellschaft stellen, werden sie bisher aber nicht gerecht. Da muss nicht nur mehr Geld in die Hand genommen werden. Es bedarf auch konzeptioneller Anstrengungen, weg vom Augenmaß und hin zu einer couragierten Bildungspolitik. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Faulhaber. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bildungspolitik der letzten Jahre und insbesondere im letzten Jahr war nicht gerade von Engagement und Erkenntnisgewinn durch die Landesregierung gekennzeichnet. Vielmehr gewann man den Eindruck, dass sowohl der Kultusminister wie auch der Staatssekretär, aber auch große Teile der Regierungsparteien und der Landesregierung mit Scheuklappen durch die hessische Schullandschaft gegangen sind und zum Jagen getragen werden müssen. Ihre Regierungserklärung, in der Sie sich für Altbekanntes belobigen, ist ein weiteres Zeugnis einer ambitionslosen Politik. Neue, kreative Ideen, Fehlanzeige. Ein Beispiel ist Ihr Eigenlob für die Schulgesetznovelle, die lediglich notwendige Anpassungen enthielt und zu Recht seit Monaten keine Rolle mehr spielt, außer in Ihrer Regierungserklärung. Die Menschen in Hessen
Eltern, Lehrerinnen und Lehrer. Wir hier im Hessischen Landtag reden dagegen seit mindestens 2 Jahren über die Herausforderungen an den Grundschulen, über den Lehrkräftemangel, die Notwendigkeit von multiprofessionellen Teams und die Heterogenität in der Gesellschaft, die sich auch in den Schulen widerspiegelt. Und auch hier gilt vom Kultusminister nichts Neues. Langweilig repetierten Sie zunächst wieder einmal die Zahlen der quantitativen Lehrerstellenentwicklung, der Inklusion und der anderen Angebote. Zu Ihrer Beruhigung, diese Zahlen bezweifle ich nicht. Schließlich haben wir gemeinsam die Grundlagen dafür gelegt. Aber trotzdem, Kollege Schwarz, muss man doch mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und die Problemlagen vor Ort aufnehmen und akzeptieren, und zwar bevor es überall brennt und panisch neue Gremien wie Praxisbeiräte geschaffen werden. Sie können nicht erwarten, dass wir die Bildungspolitik dieser Landesregierung bejubeln, die wertvolle Zeit verstreichen ließ, bevor sie die Realität akzeptierte und mit Maßnahmenpaketen auflief und noch aufläuft, die auch wieder Zeit brauchen, um zu greifen. Das ist ja gar keine Frage. Ja, viele dieser Maßnahmen, die Sie jetzt angekündigt haben und mit deren Umsetzung Sie beginnen, gehen die Probleme an, wenn auch mitunter oberflächlich und vor allem viel zu spät. Sie sagen, Herausforderungen meistern. Aber bisher sind Sie in vielen Fällen den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Vielmehr haben Sie selbst Probleme produziert. Wer hat denn die Stellenumlegungen in der Grundschule und in den Gymnasien vorgenommen und die damals mahnenden Worte nicht zur Kenntnis nehmen wollen? Wieso äußern viele Lehrerkolleginnen und Lehrkräfte ihre Unzufriedenheit und geraten an den Rand ihrer Belastbarkeit? Weil Sie die Warnsignale nicht ernst genommen haben. Warum, meine sehr verehrten Damen und Herren, verschließen Sie sich nach wie vor den Anforderungen bei der Beschulung von Seiteneinsteigern, insbesondere mit Blick auf die Frage der Altersgrenze, der Alphabetisierung und der Flexibilität, die die Schulen benötigen? Meinen Sie allen Ernstes, dass alleine die Einführung eines Grundwortschatzes in den Grundschulen zu mehr Qualität und besseren Lese- und Rechtschreibfähigkeiten führen werden? Oder brauchen wir nicht vielmehr die Lehrerinnen und Lehrer, und brauchen die nicht mehr Freiraum für individuelle Förderung und für ihr Kerngeschäft des Unterrichtens? Wir sind der Überzeugung, dass der letzte Aspekt der wichtigste und richtige ist. Dazu muss unseren Lehrerinnen und Lehrern der Rücken freigehalten werden von unnötiger Bürokratie und Kontrollwut der Landesregierung und von Aufgaben, die sie alleine nicht neben ihren Kernaufgaben leisten können. Es geht um die bedarfsgerechte und angemessene Personalausstattung im Zuge der Inklusion und um die Arbeit mit heterogenen Schülergruppen. Viele Aufgaben werden an die Schule abgegeben. Davon redeten wir bereits beim Bildungsgipfel, den Sie ja so erfolgreich an die Wand gefahren haben. Und wir redeten davon in großer Ausführlichkeit immer wieder bei den verschiedenen Themengebieten der Enquetekommission Bildung, bei der ich insbesondere die aufmerksame Beobachtung durch das Kultusministerium immer wieder vermisst habe. Aber auch diese Erkenntnisse, die Sie teilweise einfach nicht zur Kenntnis genommen haben, haben Sie nicht dazu bewegen können, möglichst frühzeitig zu reagieren und Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Sie tun zunächst immer so, als ginge Sie das alles nichts an, weil die Zahlen auf den ersten Blick eine andere Sprache sprechen, aber eben nicht, leider nicht die Realität an unseren Schulen abbilden. Und wenn Ihre Antwort auf Fragen nach Problemlagen in unseren Schulen noch immer lautet, die vom Fragesteller dargelegten Probleme bestehen in dieser Form nicht, dann verschließen Sie sich und einige Teile Ihres Ministeriums auch jetzt noch der Realität. Das ist doch kein Wunder. Denn nach mehr als 3,5 Jahren schwarz-grüner Bildungspolitik konnte Hessen als Bildungsland keinen Schritt nach vorne machen. Die Situation an Hessens Schulen ist schwieriger denn je. Und auch für Sie vielleicht neuen Themen drücken Sie sich. Der Herausforderung der Digitalisierung im Bildungsbereich verschließen Sie sich ebenso wie große Teile der Regierungsfraktionen. Sie verkünden heute, weiterhin haben wir in Hessen entschieden, eine groß angelegte Initiative zur Fortbildung aller Lehrkräfte im Bereich der digitalen Bildung mit dem Ziel umzusetzen
unsere Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen in der Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Auf die genaue Ausgestaltung der Initiative blicken wir gespannt und hoffen, dass es mehr als die angekündigten Maßnahmen im Rahmen des Neukonzepts zur Schulevaluation und Fortbildung sind, denn die werden nicht ausreichen. Und vor allem, und das ist meines Erachtens das Entscheidende, ein klares Bekenntnis zur Digitalisierung ist auch jetzt nicht aus Ihren Darstellungen abzuleiten. Das allerdings, muss ich sagen, wundert mich schon lange nicht mehr, denn es ist vielmehr klar, wenn man bedenkt, dass einige von Ihnen in der Koalition es ja als zukunftsweisend erachten würden, wenn die Computer aus den Schulen wieder herausgetragen würden und keine Online-Anbindungen möglich wären. Die Anhörung in der Enquetekommission, Herr Kollege Reif, es wäre nett, wenn Sie ab und zu mal dahin kämen, insbesondere wenn es um spannende Themen geht. Frau Kollegin Wolff hat da, glaube ich, auch ihre eigene Meinung dazu. Die Anhörung in der Enquetekommission hier in Hessen war denkwürdig. Und gerade mit Blick auf diese Anhörung im August zeigt sich, dass eine einheitliche Stimme bzw. Richtung bei Ihnen nicht einmal ansatzweise zu erkennen ist. Das gilt sowohl innerhalb der CDU, von der man vielleicht nichts anderes erwarten kann. Erschrocken bin ich aber vor allem über die offenkundig auch in diesem Bereich schlicht fortschrittsfeindliche Haltung der GRÜNEN, denen nichts Besseres einfiel, als den bekennenden Digitalisierungsfeind Prof. Spitzer als Sachverständigen der GRÜNEN zu benennen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer das zur Kenntnis nehmen musste, der wundert sich über nichts mehr bei dieser Koalition. Mit Ihnen ist Zukunft also offenkundig nicht zu gestalten. Unabhängig davon, dass uns der Ministerpräsident, vielleicht hört er ja irgendwo zu, heute ja erklärt hat, warum Schwarz-Grün in Hessen nach seiner Meinung erfolgreich läuft. Die CDU will bestimmen, der Bestimmer sein, und kleinere Koalitionspartner sollen sich zurückhalten. Wie wir gerade bei der unseligen Wirkung von Grünen in der Bildungspolitik in Hessen sehen, geht das ja sogar mit den weichgespülten Grünen in Hessen nicht. Ich verrate Ihnen gerne, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Union, auch dem sehr verehrten Herrn Ministerpräsidenten, mit uns ging diese Art des von der CDU bestimmten Regierens nicht. Und das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Sie wird auch in Zukunft nicht gehen, und darauf sollten Sie sich bei Ihren Planungen einstellen. Sonst nämlich fahren Sie vor die Wand. Aber, meine Damen und Herren, zurück zur Digitalisierung. Auch in diesem Bereich lassen Sie sich treiben und sprühen nicht vor Tatendrang. Dabei ist gerade die digitale Bildung mit Chancen und Herausforderungen verbunden, die wir angehen müssen, und zwar umgehend. Hier dürfen Sie nicht länger schlafen. Vielmehr brauchen wir eine Anpassung der Aus- und Weiterbildung, die Berücksichtigung bei der Vermittlung und das technische Know-how sowie vordringlich eine gescheite Infrastruktur. Hier ist kein Gestaltungswille erkennbar. Dass Quoten oder die Ausweitung der Sprachförderprogramme Deutsch und PC sind nun wahrlich kein Beleg dafür, dass das Thema digitale Bildung auf der hessischen Agenda steht. Auch sind Excel-Tabellen auf dem Bildungsserver, die uns angeboten werden zur Unterstützung der Lehrkräfte in Bezug auf das Thema Erfassung von Schulverweigerung und Schulvermeidung, nicht zukunftsweisend und die Unterstützung, die sich die Lehrkräfte erhoffen. Gerade mit Blick auf Entbürokratisierung, Unterstützung in Verwaltungs- und Dokumentationspflichten, zur Vernetzung eignen sich die Möglichkeiten, die die Digitalisierung für die Schulen bringen könnte. Stattdessen antworten Sie auf unsere Fragen zur Zukunft des Bildungsservers immer wieder mit Hinweisen auf neue Überprüfungen und Arbeitsgruppen, konkrete Ergebnisse und Weichenstellungen, auch hier Fehlanzeige. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, 9 von 10 Deutschen wollen mehr Digitalbildung in der Schule. Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland sehen den Einsatz digitaler Technologien in der Bildung ganz überwiegend positiv. Mehr noch, sie wünschen sich, dass ein grundlegendes Verständnis digitaler Technologien in Zukunft fester Bestandteil in der Schul- und Berufsbildung ist. Dieser Aussage stimmen immerhin 86% der Bürgerinnen und Bürger zu, die im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im letzten Jahr vom Meinungsforschungsinstitut EMNIT befragt wurden. Dieser repräsentativen Umfrage, dem BMBF-Zukunftsmonitor zufolge,
meinen außerdem 79% der Befragten, dass der verstärkte Einsatz digitaler Technologien in der Bildung unabdingbar ist, um für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewappnet zu sein. 72% sagen, dies mache unsere Gesellschaft auch innovationsfähiger. 67% der Befragten gaben an, mit digitalen Technologien in der Bildung mehr Chancen als Risiken zu verbinden. Nur 22% stimmten dieser Aussage nicht zu. Herr Minister, nach dem Bildungsmonitor liegt in Ihrer Amtszeit Hessen bei der Umsetzung der Digitalisierung auf dem drittletzten Platz aller Bundesländer. Das ist die von Ihnen zu verantwortende traurige Realität in unserem Bundesland. Und wir brauchen in Hessen dringend den Aufbruch in die digitale Zukunft, damit wir nicht endgültig zum digitalen Entwicklungsland werden. Kommen wir nun zum zweiten Teil Ihres Themas, Bildungsqualität stärken. Auch dem werden Sie nicht gerecht. Ich greife als Beispiel jetzt einmal die besondere Thematik der Grundschulen und des Lehrkräftemangels heraus, die symptomatisch für Ihr Handeln ist. Wir haben Sie mehrere Jahre mit Anfragen, Berichtsanträgen und Debatten zum Jagen tragen müssen. Jetzt endlich erkennen Sie, dass bestausgebildete Grundschullehrerinnen und Lehrer fehlen. Dieses Phänomen ist nicht einzigartig nur hier in Hessen. Und wir profitieren, darauf haben Sie zu Recht hingewiesen, zum Glück von der von uns geschaffenen guten Lehrerausstattung der vergangenen Jahre. Die Maßnahmen zur Behebung des Lehrkräftemangels, wie z. B. Erhöhung der Ausbildungskapazitäten, Weiter- bzw. Wiederbeschäftigung von Pensionären, die Möglichkeiten des Lehramtswechsels nach der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung sowie die Programme zur Weiterbildung für das Lehramt an Grund- und Förderschulen sind ein überfälliger Anfang. Ich sage das sehr deutlich, Herr Kollege, ein überfälliger Anfang. Seit 3,5 Jahren tragen Sie hier die Verantwortung. In diesen 3,5 Jahren ist nichts geschehen. Das ist der entscheidende Punkt. Ich will ein weiteres erwähnen. Es reicht bekanntlich nicht aus, nur die Stellen bereitzustellen. Vielmehr ist wichtig, dass die Qualität nicht leidet unter schnellen Maßnahmen, die wir treffen müssen. Sie sagen, und ich zitiere, die Grundschule ist als erste Schulform prägend für den weiteren Bildungsweg der Kinder und nimmt eine Vielfalt unterschiedlichster Begabungen auf. Entsprechend vielfältig sind die Aufgaben unserer Grundschullehrkräfte, und entsprechend bedeutungsvoll ist die Aufgabe der Grundschule insgesamt. Ja, Herr Kultusminister, dem stimmen wir uneingeschränkt zu, und danach gilt es dann aber auch zu handeln. Umso verwunderlicher ist es, dass Sie in der von Ihnen erwähnten Pressekonferenz zur Vorstellung des Unterstützungs- und Entlastungskonzepts für die Grundschulen andeuteten, dass möglicherweise die Brücken zwischen Theorie und Praxis bei dem Wechsel des Lehramtes eventuell noch geschlagen werden müssen, wenn es die Erfahrungen zeigen. Also schon wieder wird abgewartet, schon wieder wird vertröstet. Ich hätte mir ein Konzept erwartet, das alle Fachdidaktiker, Grundschulexperten, Experten der Primarpädagogik, aber auch die Experten für pädagogische Psychologie etc. einbezieht und den Interessenten, die von einem Lehramt ins andere wechseln wollen, mit besonderen Angeboten zur Seite steht und diesen die Grundlagen der Didaktik und Methodik vermittelt, meinetwegen in Blockseminaren, speziellen Kursen oder Ähnlichem, die vorangestellt werden. Hier, Herr Minister, geht es um die Sicherung von Qualität und um die Verantwortung gegenüber den Schülerinnen und Schülern, aber auch gegenüber den angehenden Lehrkräften. Es ist eben, und das darf man nie vergessen, nicht einerlei, ob man Mathe und Sport, Deutsch, Geschichte oder Geografie an Haupt-, Real- oder Gymnasium unterrichten möchte und das darauf angelegte Studium absolviert hat, oder ob jemand den jüngsten Schülerinnen und Schülern Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen soll. Es fehlt die Unterfütterung und die Substanz Ihres Maßnahmenkatalogs. Ähnlich verhält es sich mit dem Thema der Inklusion und Heterogenität der Schülerschaft. Es gibt immer mehr Schüler und Schülerinnen, die keinen festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarf haben, die aber über besondere Bedarfe verfügen, aufgrund der beispielsweise familiären oder sozialen Situation. Um es vorsorglich gleich am Anfang klarzustellen, wir stehen inhaltlich zur Inklusion genauso wie zur Integration und Beschulung von Flüchtlingskindern. Aber dabei dürfen nicht die Augen vor der Realität verschlossen werden, wie Sie dies immer wieder tun.
In erster Linie, und das ist das Entscheidende, muss Bildungsqualität gewahrt und gesteigert werden. Eine Reduzierung der Qualität wäre verantwortungslos. Die momentane Situation, die geprägt ist von dem Gefühl der Lehrerinnen und Lehrer, des Alleingelassenseins, der fehlenden Unterstützung und des fehlenden Wissens, erzeugt bei den Lehrkräften Abwehr- und Überlastungsreaktionen, die kontraproduktiv sind. Hier hilft auch Ihr ständiger Verweis darauf, dass diese gemessen am Konzept nicht existieren dürften, nicht weiter. Das Verschließen der Augen vor der Realität dient niemandem. Die Ergebnisse der Forsa-Umfrage vom Mai haben verdeutlicht, dass es allen eine Warnung sein müsste, wenn die Schlussfolgerung lautet, dass die Politik das Vertrauen der Lehrkräfte in die Inklusion zurückgewinnen muss. Die Ergebnisse waren nämlich schlicht niederschmetternd. Und deshalb muss man sie heute auch noch einmal nennen. Wenn nur noch gut die Hälfte der Lehrkräfte, nämlich 54 %, die gemeinsame Unterrichtung von allen Kindern mit und ohne Behinderung für grundsätzlich sinnvoll hält und die Zahl derjenigen an weiterführenden Schulen und Förderschulen, die eine gemeinsame Beschulung für sinnvoll erachten, stagniert, im Grundschulbereich sogar um 10 % von 73 % auf 63 % sinkt, dann müssten doch auch bei Ihnen die Alarmglocken schrillen. Maßgeblich ist die ausreichende Hinterlegung mit Ressourcen, und das heißt im Klartext Lehrerstellen, die wir momentan nicht besetzen können. Deshalb ist das schleichende Sterben der Förderschulen, die über alle notwendigen Ressourcen verfügen, kontraproduktiv und gegen das Kindeswohl gerichtet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, momentan sind die Verlierer der schwarz-grünen Bildungspolitik alle Schüler, wenn die notwendigen Stellen nicht mit qualifizierten Personen besetzt werden können. Deshalb fordere ich heute die Landesregierung auf, sich endlich von ihrer Hinhaltetaktik zu verabschieden und sich den Problemen zu stellen. Die Zukunft unserer Kinder darf nicht verspielt werden. Und deshalb bedarf es einer kindorientierten Bildungspolitik, die nicht auf die Vergangenheit schaut und nur Altes bewahren will, sondern die neue Wege geht und sich den Herausforderungen stellt. In der Schule ist Geduld sicher eine Tugend. In der Bildungspolitik aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein wenig Ungeduld eher notwendig als ein gepflegtes Phlegma.